Danke. Hilfe. Es macht riesig Spaß, das Bike so kennenzulernen. Im untertourigen Bereich. Ah, mit dem neuen Reifen und dem harten Kies. Okay. Oh. Stopp! Lass dir helfen! Zu zweit sicher besser. Ja, genau. Es geht. Jetzt. Machst du vorne, er und ich hinten? Ja. Auf drei. Eins, zwei. Oh. Perfekt. Hopp, alles gut. Stände runter, gerne zum Entspannen, Leute. Gott, lass es, vielleicht steht er. Na, steht nicht. Magst du Kupplung ziehen, ein bisschen nach hinten rollen? Ja. Genau, kein Ding. Genau, Kupplung, perfekt. Hopp. Perfekt, ich würde sagen, schieben wir dich ein bisschen runter, dass du Schwung geht. Steht sie? Steht, ja. Okay, puh. Bist du sicher, dass du hier starten willst? Sonst schieben wir dich ein bisschen darüber. Warte mal, warte mal. Das ist ein bisschen die Erde raus, sonst. Nett. Sonst vielleicht roll ein bisschen nach hinten und hol noch mal Schwung einfach in Ruhe. Kann man die Runde da drehen? Genau, oder einfach rechts umdrehen und dann. Ja. Gutes Gelingen. Puh. Okay, lass dir Zeit. Sonst warten wir kurz. Ja.
alles gut bei euch? Fehlt einer? Ja, Junge, Junge, die hat mich überrascht. Oh. Nieflus. Okay. Facing the lecture.
War eine Fußraste. So eine geile Optik. Also, wir machen hier gerade Nachmittagspause, ungefähr plus minus 15 Uhr, 15.30 Uhr. Echt saugemütlich. Ich hoffe, es bleibt so. Das Bike ist bisher nur gefahren. Ein großartiges Erlebnis hier. Wir haben das vorhin gerade beim langsamen Bergabfahren gesagt gekriegt, dass man das eigentlich auch nur mit der Vorderbremse machen kann bei den BMW-Modellen, weil die alle so eine Integralbremse haben. Also, du ziehst vorne und hinten bremst auch. Meine S1000R hat das auch gehabt, schon vor 5 Jahren, also 2015er Baujahr. Deshalb hätte ich fix gedacht, die Ducati hat das auch. Ich habe das gerade hier, wir haben es gerade gesehen, das Bike steht noch auf dem Hauptständer, ich habe das gerade hier getestet. Vorderbremse ziehen, hinten bremst nicht, läuft ganz normal unreguliert weiter, muss ich mich noch schlau machen. Hat sie eine Integralbremse oder nicht? Ansonsten die letzten Übungen, grenzgenial. Langsam den Berg runterfahren, 3 verschiedene Arten da zu bremsen und einfach langsam runter zu rollen. Alles kombiniert, bin gespannt, was jetzt noch kommen kann. Bis später.
Sekunde. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Mein Daumen kriegt einen Krampf. Und ich kann nicht mehr anständig halten. Manchmal. Alles gut. Danke. Mein Daumen hat einen Krampf und verkrampft sich meistens um den Finger. Ich kann nicht mehr ganz seriös fahren. Deshalb, habt ihr Magnesium oder so? Oder soll ich eine Pause machen auf jeden Fall, glaube ich? Magnesium wirkt aber erst noch 3-4 Stunden. Zu spät, gell? So, ja, bleibt unten. Dann geht's nicht. Ja. Total, ich will auch. Du wieder runter und du bleibst unten, oder? Danke. Mein Gefühl auch, weil ich kann nicht mehr seriös entspannt fahren. Nein, das geht nicht. Du wirst gefährlich. Total. Leider. Macht aber nichts. Okay. Ich warte einfach mal eine halbe Stunde. Vielleicht finde ich euch ja wieder, oder? Ja, wir schauen wieder mal unten vorbei. Voll gerne. Schauen, was los ist. Danke. Ja. Welche Richtung? Ich finde schon runter, kein Ding. Nein, das geht okay. Nicht machen. Danke. Immer kannst du eh umdrehen noch hin. Ja, klar. Das geht schon. Also, es ist nur, wenn es hart wird. Danke. Bleibt und drehen wir. Kein Ding, das kriege ich locker hin. Also, er ist. Alles gut, danke. Kraftnahrung, Krampf im Daumen gekriegt. Und was bedeutet Krampf in Extremsituationen? Abbrechen, wenn du die Kontrolle. Was ist passiert? Eigentlich gar nichts. Ich habe einen Krampf im Daumen, so dass er sich einfach um den Lenker geschnürt hat. Und ich habe auch in der Früh Magnesium genommen. Hat aber, also einfach so, keine Ahnung. Ist halt einfach, wenn du eine Belastung hast, die extrem ist und die du nicht regelmäßig gewohnt bist. In dem Fall der Lenkrad umschlingen und die Kupplung ziehen. Und ja, und deshalb habe ich einen Krampf gekriegt hier bei der Losfahrt jetzt nach der Pause. Ich habe einfach gesagt, nee, Krampf auf dieser Piste kann ich nicht fahren. Du hast da einfach kein Gefühl mehr. Deshalb habe ich gesagt, ich brauche eine Pause. War ganz nett, habe mich wieder runtergefahren. Habe jetzt hier Magnesium gekriegt und lass mal meinen Daumen relaxen. Mach ein paar Übungen, dehne ein bisschen und genieße einfach, wie verdammt geil schmutzig dieses Moped aussieht. Oh ja. Also alles traumhaft. Alles perfekt, alles genial. Weiterhin. Thank you.
so eine Wut bei dir. Sie kommen gleich. Zuerst ist einer stecken geblieben, du glaube ich, gell? Noch Abstand und gegen Ende bin ich noch kurz stecken geblieben. Aber schön abgewürgt. Hat gut funktioniert. Du kommst ja nicht mehr weg, weil es hinter hat. Drauf sitzen hat er, ja, aber. Die kommen gleich noch. Also ich habe sie blockiert, die sind sich ja gerade am Schwung holen. Ja, echt schmierige Geschichte. Ich habe dich noch stecken gesehen. Ich weiß, ich habe schon gehofft, dass du mir nicht mit Schwung voll. Nee, ich bin. Sicherheitsabstand rettet Leben. Ist echt so, auch halt besonders. Du kannst ja nicht ausweichen auf sowas Schmalen. Und. Ich kam da nicht mehr weg. Ja. Der Reifen ist richtig den Hang runtergeschmiert. Und ich bin noch bis zur letzten Kuppe hochgekommen und dann bewusst zwangsabgewürgt. Ja, also Lektion angewendet. Und ja, Arsch, also draufsetzen hinten, dann kriegst du wieder ein bisschen Traktion, aber auch nicht optimal. Ich hätte von Anfang an mit mehr Schmackes da hoch, aber da hat man mal ein bisschen... Ja, war ja die ganze Zeit am Gehen da drauf. Du hast auch nicht mehr den Grip, ne? Wenn die Dinger voll Schlamm stecken hier, da machen die nicht mehr. Also ich bin da in dem Wald da runter, dieses matschige Stück, da bin ich nur... Ich auch, einfach irgendwie... Da bin ich nur geeiert, weil das hat überhaupt nicht mehr gepackt. Ja. Also war ja Laub, glaube ich auch. Es war einfach so ein typischer Herbst, Wald, Laub, ja, nass von Gatsch. Matsch und Laub und Äste und so. Ja. Da sind die Dinger zu schwer. Aber das passt schon. Ich glaube, da kommt man nicht besser runter. In Vogesen gibt es solche Strecke. Okay. In Vogesen. Frankreich. Vogesen. Danke sehr. Hab's nicht. Ich glaube, Rumänien muss auch so ähnlich sein. Ja. Die Karpatentour. Schon was Mannbreites ist schon durchaus in Ordnung, das reicht. Das reicht. Karpatentour ist der reinste Schlammkampf. Ja. Ja, ja. Aber scheint jemand stecken geblieben zu sein, wahrscheinlich. Bestenfalls. Ja, richtig verkackt hast du, wenn du das Moped dann den Hang runterrutscht. Ne? Ja. Ja, ich glaube, dort hinlegen ist halt auch scheiße, weil es. Ja, aber klar, wenn es runterrutscht, dann. Es gibt nur eine Möglichkeit. Da durch. Auf, zu. Und durch. Das. Aber ja, ich hatte vorhin einfach so einen verkrampften Daumen, der wollte nicht mehr aufmachen. Lebenserfahrung sagt, wenn das beginnt, versuch's gar nicht. Aber einer von uns ist ja ausgestiegen, oder? Ja.